unsere Bewegungen steuert unser Gehirn. Und eine einzelne Zelle kann dabei entscheidend sein. Das hat Michael Brecht vom Bernstein Center for Computational Neuroscience herausgefunden, hier am wunderschönen Campus Nord der Humboldt-Universität Berlin. Guten Tag, Herr Brecht. Guten Tag. Sie haben ja für Ihre Forschung jetzt gerade den aktuellen Leibniz-Preis gewonnen. Was bedeutet denn dieser Preis für Sie? Ah, das war eine sehr große Ehre für uns. Für uns bedeutet das ungeheure Möglichkeiten, weil damit ist ja viel Geld für Forschung verbunden und das wird uns in Zukunft viel Freiheit geben, die effizient zu gestalten. Erinnern Sie sich noch, wie es war, als Sie es erfahren haben, dass Sie einen Preis bekommen haben? Ja, das war unglaublich. Ich saß auf dem Schreibtisch, kam eine E-Mail an, Sie haben 2,5 Millionen gewonnen und es war kein Spam. Ein denkwürdiges Ereignis. Wissen Sie denn schon, was Sie mit dem Preisgeld machen wollen? Wir werden entlang der Forschungslinien, die wir bis jetzt schon verfolgen, weitermachen. Aber ich möchte auch ganz neue Projekte angehen. Eine der Fragestellungen, die uns jetzt in Zukunft besonders interessiert, ist besser zu verstehen, wie soziale Interaktionen von Säugetieren funktionieren im Gehirn. Und wie wollen Sie das genau erforschen? Wir haben jetzt angefangen, viel interagierende Tiere zu untersuchen, in Gehirn reinzuhorchen, in Hirnzellen abzuhorchen, während Tiere miteinander interagieren. Und das ist eine sehr spannende Thematik. Sie forschen ja an ganz normalen Labormäusen, aber Sie erforschen auch eine ganz spezielle Tierart. Erzählen Sie doch mal, warum Sie an der forschen. Wir untersuchen die Etrusker-Spitzmaus und das ist das kleinste Säugetier und das ist für uns aus mehreren Gründen sehr interessant. Ein Hauptgrund ist, dass die Tiere wahnsinnig viel essen müssen und deswegen unglaubliche Jagdfähigkeiten ausgebildet haben. Und das Jagdverhalten der Tiere wird durch Tastreize gesteuert und wir interessieren uns besonders für Tastreize. Zweiter Vorteil ist, dadurch, dass das Gehirn so klein ist, ist das für uns besonders zugänglich. Also das Gehirn ist einfach winzig. Die Hirnrinde ist nur 0,5 Millimeter dick. Das heißt, weil das Gehirn so klein ist, können Sie fast jede Zelle, die im Gehirn ist, sehen, ohne da drin rumschnippeln zu müssen? Wir können sehr viel größere Teile von diesem winzigen Gehirn sehen, als wir es in einer Maus könnten oder in einer Ratte. Da ist die Hirnrinde vielleicht 1,5–2 Millimeter dick in der Ratte. Und wir können mit unseren Mikroskopen halt nur 0,5 Millimeter reinsehen. Und in der Etrusker-Spitzmaus könnten wir dann die Hirnrinde in ihrer ganzen Dicke durchschauen. Ich denke, was das Modellsystem von der Etrusker-Spitzmaus im Besonderen anbietet, ist, dass wir große Teile vom Gehirn anschauen und eben besseres, stärkeres, holistisches Verständnis von der Hirnaktivität entwickeln, als wir das jetzt meinetwegen in einer Ratte können oder in einem noch größeren Gehirn wie dem des Menschen. Glauben Sie denn, dass man das jemals in Gänze verstehen wird, was da passiert im Gehirn? Und sei es auch nur das Gehirn einer Maus? Ich glaube, dass die Maus wirklich abgründig kompliziert ist. Ich glaube, dass Gehirne wahnsinnig kompliziert sind und dass wir da ganz am Anfang stehen. Meinetwegen, wie im 17. Jahrhundert Herzfunktion, da wusste man, dass das eine Pumpe ist, aber das war es halt auch. Ja? Und ich denke, dass wir einfach erst einen ganz kleinen Teil des Gehirns verstehen. Wie weit man das dann verstehen kann oder nicht, das ist... Also eine Frage, die die Leute gerne diskutieren, aber die sich mir gar nicht so sehr stellt. Was mir klar ist, ist, dass wir ganz wenig davon wissen, aber gleichzeitig relativ schnell dazulernen. Wir haben jetzt über Ihre aktuelle Forschung gesprochen. Sie haben ja auch in Ihrem Forscherleben schon sehr interessante Sachen rausgefunden und interessante Techniken entwickelt. Vielleicht fangen wir mal mit der Technik an. Sie haben eine Technik gefunden, mit der Sie eine gesamte Zelle angucken können, währenddem die Maus aktiv ist. Können Sie die mal beschreiben, bitte? Ja, also wir haben Techniken entwickelt, die es erlauben, in Zellen reinzuhorchen, während das Tier Verhalten durchführt. Und das war ein wichtiger Fortschritt, um so die zellulären Vorgänge, was in der Zelle abläuft, zu verstehen, während das Tier Verhalten ausführt. Können Sie die mal beschreiben, die Technik? Ja, generell ist so das Problem, das sich bei diesen Techniken stellt, ist, dass die Zellen sehr klein sind. Eine Zelle hat vielleicht so einen Durchmesser von einem 50stel Millimeter oder einem 100stel Millimeter. Und das macht das schwierig, Zellen abzuhorchen, ganz zu schweigen davon, in Zellen reinzuhorchen. Wir haben jetzt ein Verfahren, sogenannte Ganzzellableitung, eingesetzt, wo man sich außen auf der Zelle festsaugt und dann vorsichtig die Zelle aufbricht.
Das ist was, was man schon lange konnte und was sehr, womit man sehr viel gelernt hat darüber, was in den Zellen stattfindet. Was jetzt bei uns dazu kam, war, dass wir diese Methoden sehr miniaturisiert haben, dass die winzig klein sind, sodass wir das auf dem Kopf von einem Tier, das eben Verhalten ausführt, positionieren konnten. Und dass wir die Sache sehr stark stabilisiert haben. Normalerweise werden solche Ableitungen, werden solche Messungen durchgeführt auf einem gefederten Arbeitstisch. Niemand darf den Tisch berühren, alles ist sehr, sehr statisch. Und die U-Bahn darf nicht vorbeifahren. Ja, die U-Bahn darf nicht vorbeifahren, ist unglaublich empfindlich normalerweise. Und als wir das machen wollten, als wir angefangen haben, so Aufbauten zu machen, dass die solche Messungen in freilaufenden Tieren erlaubt haben, haben auch viele Leute gesagt, ihr seid verrückt, das ist was, was per se nicht funktionieren kann. Aber dann hat sich halt gezeigt, wenn man das alles sehr rigide macht, dass sozusagen den ganzen Messaufbau da einzementiert, am Ort fixiert, dann kann man um mehrere Größenordnungen stabiler werden, als bisher konventionelle Messungen das konnten. Und das erlaubt dann tatsächlich, in so Zellen reinzuhorchen, während das Tier Verhalten durchführt. Dann kommen wir mal zu dem, was ich in der Anmoderation gesagt habe, dass Sie herausgefunden haben, dass auch einzelne Zellen entscheidend sein können für einzelne Aktionen. Erzählen Sie mal genau, was Sie da herausgefunden haben. Der Hintergrund von den Forschungen ist, dass wir halt gesehen hatten, dass in vielen Hirnteilen die Nervenzellaktivität sehr viel geringer ausfällt, als man das ursprünglich gedacht hat. Und was dann unser Denken war, ist, okay, wenn die Zellen gar nicht so viel sagen, wenn die gar nicht so aktiv sind, vielleicht kann es ja dann doch sein, obwohl es sehr, sehr viele Zellen sind im Gehirn, wenn viele von ihnen schweigen, dass wenn man eine einzelne stark aktiviert, dass man einen Effekt kriegt. Und das ist was, was wir tatsächlich zeigen konnten, zuerst in der motorischen Hirnrinde, wo wir Bewegungen auslösen konnten, und später in der sensorischen Hirnrinde, wo wir Hinweise darauf gefunden haben oder wo wir zeigen konnten, dass das Tier doch tatsächlich ein bisschen was zu spüren scheint, wenn wir eine einzelne Zelle aktivieren. Vielleicht können Sie es mal ein bisschen konkreter beschreiben. Das heißt, wenn Sie im Gehirn von der Ratte eine einzelne Zelle aktivieren, dann hat sich das Schnurrhaar bewegt. So war das doch, oder? Genau, das war das Experiment und das war sehr unerwartet seinerzeit, weil es einfach so viele Zellen da gibt. Da gibt es 1 Million Zellen oder so und dann war die klassische Annahme bei Eccles und alle Leute gesagt, dass einfach die Aktivität von einer einzelnen Zelle keinen großen Unterschied macht. Und genau das scheint nicht richtig zu sein. Es scheint vielmehr so zu sein, dass das Gehirn ganz genau horcht auf seine Zellen und dass tatsächlich auch eine einzelne Zelle einen Unterschied machen kann und sogar Bewegungen auslösen kann. Können Sie sich an den Moment erinnern, wo Sie die Ergebnisse dafür hatten, wo Sie vielleicht gesehen haben, dass das Schnurrhaar sich bewegt? Oh ja, da erinnere ich mich sehr gut. Wir haben da durchs Mikroskop auf diese Schnurrhaarbewegung geguckt und dann immer die einzelne Zelle stimuliert. Einen Freund gemacht, Roy Macri, und wir konnten es einfach nicht glauben. Ja, wir sind nach Hause gegangen und habe gedacht, das passiert nie wieder. Und da haben wir uns das weiter angeguckt und es sind tatsächlich kleine Effekte. Es ist nicht jede Zelle, die es auslöst, aber ein substanzieller Teil von Zellen. Und da haben wir einfach immer wieder ganz deutliche Bewegungen gesehen, nachdem wir eine einzelne Zelle reizen. Und es ist ein Ergebnis, an das ich oft zurückdenke und das wir im Kern, glaube ich, auch immer noch nicht sehr gut verstehen. Das Problem ist, dass es so viele Zellen sind, 1 Million Zellen. Wenn man jetzt mal, Berlin, München oder sowas hat vielleicht 1 Million Einwohner. Man macht sich mal, man muss sich da mal vorstellen, das ist irgendwie in München, einer zählt bis zehn und dann passiert was. Das ist ja was, was man sich nicht denken konnte. Und was auch eigentlich ein weit abbringt von den ursprünglichen Vorstellungen, die wir über Hirnaktivität hatten, hat man immer gedacht, es gibt so viele Zellen, die sind alle einigermaßen variabel und verrauscht und einfach weil da so viele zusammenspielen, dann entsteht was Genaues. Aber dieses Denken, das scheint einfach nicht richtig zu sein. Es scheint vielmehr so zu sein, dass das Gehirn mit welchen Mechanismen auch immer in der Lage ist, zumindest in bestimmten Situationen ganz genau auf selbst die Aktivität einer einzelnen Zelle zu reagieren, obwohl es so gigantische Netzwerke im Gehirn bestehen.
Versuchen Sie sich mal zurückzuerinnern, wie das war, als Sie sich entschieden haben, in die Hirnforschung einzusteigen. Warum Sie das gemacht haben? Ich bin eigentlich über ein Interesse an Verhalten in die Hirnforschung gekommen, habe mich im Studium sehr für Verhaltensforschung interessiert. Ich hatte so eine Phase, wo ich Walfischforscher werden wollte, habe ich mir immer so Gesänge und Klicklaute von Walen angehört. Und ein Grund des Interesses an den Tieren war natürlich deren ihre tolle Gehirne. Habe ich versucht, über die Gehirne nachzulesen. Mir ist schnell klar geworden, dass keiner wusste, was das jetzt eigentlich bedeutete, dass sie große Gehirne hatten und dass man das nur ganz schwer einschätzen konnte. Und dann bin ich dann immer mehr in die Hirnforschung reingekommen und weil es einfach ein tolles Thema ist, da auch verblieben. Nur die Forschung mit den Hirnen von Walfischen wäre dann etwas aufwendig, oder? Ja, Walfisch ist natürlich ein No-Go, also Wale natürlich. Das ist was man nicht so ohne weiteres realisieren kann. Aber okay, man muss hier immer auch Themen aufheben. Sie haben ja bei zwei sehr entscheidenden deutschen neurowissenschaftlichen Forscherpersönlichkeiten gelernt, bei Wolf Singer und Bert Sackmann. Beschreiben Sie mal, wie die beiden Sie beeinflusst haben. Das war eine tolle Erfahrung. Also ich habe Doktorarbeit gemacht in Frankfurt und dann habe ich später meinen Postdoc gemacht in Heidelberg bei Herrn Sackmann. Und die hatten eine sehr unterschiedliche Herangehensweise ans Gehirn. Herr Singer hat sich sehr für Netzwerkaktivität interessiert, für verteilte Aktivität, wohingegen der Herr Sackmann einen sehr stark zellulären Zugang zur Forschung hatte und ich habe von beiden ungeheuer profitiert. Das hat einen riesigen Unterschied gemacht, vor allem war es toll, weil die so sehr unterschiedliche Zugänge hatten zur selben Thematik. Ja. Und im Prinzip verbinden Sie ja jetzt beides, ne? Ja, tatsächlich sind meine Forschungen im Grenzbereich zwischen so Gesamthirnfunktion und sehr zellulären Aspekten angesiedelt. Und der Grund dafür ist, dass ich meine, dass das eigentlich auch der Aspekt der Hirnfunktion ist, den wir am wenigsten verstehen. Es ist nicht so undenkbar zu verstehen, dass es ein bestimmtes Hirnareal gibt, das so als Supercomputer irgendwie Sprache verarbeitet oder Sehen verarbeitet oder so. Und es ist auch die einzelnen Vorgänge in einer einzelnen Nervenzelle, die können wir auch ganz gut verstehen. Wir haben eigentlich im Kern recht gutes Verständnis von der Biophysik von einer einzelnen Nervenzelle. Aber wie wir jetzt von der einzelnen Nervenzelle zur komplexen Hirnleistung kommen, das ist doch was, wo wir noch sehr weit entfernt sind von einem Verständnis. Ja. Und das ist auch dann der Bereich, wo wir unsere Forschung drauf fokussieren. Herr Brecht, ein sehr spannender Gedanke am Schluss. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.